Auf der Freilichtbühne am Schwanenteich gab es gestern Abend ein Wiedersehen mit Tom Pauls. Der beliebte sächsische Komödiant war diesmal nicht als Ilse Bähnert nach Zwickau gekommen, sondern mit seinen langjährigen Mitstreitern vom Dresdner Zwinger-Trio. Als Retter der Tafelrunde sorgten die drei einmal mehr dafür, dass beim Publikum kein Auge trocken blieb. Von ehemals 12 Rittern, die einst an der Tafelrunde Platz nahmen, sind inzwischen nur noch 3 übrig geblieben. Von ehemals 12 Tugenden, für die die Ritter der Tafelrunde einmal standen, sind gerade mal 3 geblieben. Jürgen Josef Haase, der Bescheidene, Tom Uwe Pauls, der Vornehme, und Peter Harald Kube, der Sachliche. Diese 3 sind aufgebrochen, um die letzten Reste der Tafelrunde zu retten und stellen fest, es sind immer 3 Dinge, um die es geht. 3 Dinge, die zu retten sind, wie zum Beispiel Weltall, Erde, Mensch, Glaube, Liebe, Hoffnung oder Strom, Wasser, Gas. Doch wo fängt man an? Am besten bei sich selbst. Denn es kommt nicht darauf an, die Welt zu verändern. Nein, man muss sie auch interpretieren können. Zum Beispiel den Abgasskandal bei VW oder die Genderisierung der Gesellschaft. In Deutschland darf niemand diskriminiert werden. Auch die Frauen nicht. Frauen sind in Deutschland gleich und manchmal berechtigt. Ich als Mann fühle mich diskriminiert, wenn gesagt wurde, der Bahnhof Zwickau wurde geräumt, weil dort ein herrenloser Koffer war. Das kann doch auch eine damenlose Kofferin sein. Das ist doch oder? Nicht mehr kämpfen ist gefragt. Wir müssen endlich handeln, auch beim Bäckerbesuch. Pass mal, letztens war ich im Bäcker. Ich war unterzuckert. Es war nachmittags, hatte nicht gegessen. Dachte mir, schnell einen Kaffee Togo, nimmst du dir einen und so. Und da sag ich zu der Bäckersfrau, geben Sie mir mal den Negerkuss schnell. Den Negerkuss! Sagt die zu mir, das dürfen Sie nicht mehr sagen. So, was soll ich denn jetzt sagen? Sag ich, das heißt jetzt ein stark pigmentierter Windbeutel. Hat die zu mir. Hervorgegangen aus einem Liederprogramm des Schauspielstudios 1982 ist die schauspielerisch wie musikalisch begabte Dreierbande seitdem mit kabarettistischen Programmen unterwegs und war bereits in der DDR ein devisenträchtiger Exportartikel. Er will das alles selber sehen, drum hat der Mami sehr gequält. Dann machen wir den Schneeballschlacht. Doch Mami sagt, das geht doch nicht. Und hat ihn nur ausgelacht. Ein Fahrradfahrer am Palast der Republik vorbei, ein langhaariger Kerl, stellt das Fahrrad an den Palast. Will weggehen, kommt der ABV und sagt, sagen Sie mal, Sie sind wahnsinnig. Wieso denn? Wie können doch nicht einfach hier das Fahrrad am Palast der Republik stehen? Wie sollte nicht? Wir kriegen gleich eine sowjetische Delegation. Ach so, ne, da schließe ich's an. Nach 34 Jahren tragen Jürgen Josef Haase, Tom Uwe Pauls und Peter Harald Kube ihr Herz noch immer auf der Zunge und nehmen ihr Publikum mit auf eine Reise in die Tücken des Alltags. Und so erlebte das Publikum auf der Freilichtbühne einen denkwürdigen Spätsommerabend mit Jux, Musik und geistreichen Pointen. Daher ist dem Zwinger-Trio zu wünschen, dass sie dem Volk und den Politikern noch lange aufs Maul schauen und irgendwann wiederkommen, als Retter der Tafelrunde oder in anderen Rollen.